Windräder, Solarenergie und E-Autos verbrauchen mehr Ressourcen und sind viel klimaschädlicher als bisher genutzte Energiequellen. Also das ist nun wirklich Blödsinn, muss man sagen. Das kommt oft von Leuten, die überhaupt keine Ahnung von diesen Geschichten haben und das einfach mal so raushauen. Aber es ist natürlich bequem, das zu glauben, weil da muss man nichts ändern. Aber alle wissenschaftlichen Studien zeigen eindeutig, dass tatsächlich die erneuerbaren Energien einen viel kleineren ökologischen Fußabdruck haben als die konventionellen Energien. Und deswegen sollen wir uns nicht verrückt machen lassen. Es ist richtig, diesen Weg zu beschreiten. Übrigens auch deswegen, weil es in unserem ureigensten ökonomischen Interesse ist, weil die Welt wird ohnehin in diese Richtung gehen. Und wer da nicht vorne auf der Lokomotive sitzt, der wird seinen Wohlstand verlieren.